Knapp 25.000 Gebäude hat das verheerende Erdbeben am 6. Februar in der Türkei dem Erdboden gleichgemacht oder zumindest schwer beschädigt. Das ist die offizielle Bilanz. Ohne die Korruption in der türkischen Baubranche hätten es wohl nicht ganz so viele Gebäude und nicht ganz so viele Menschenleben sein müssen. Das ist das Gebiet, das vom Erdbeben in der Türkei hauptsächlich betroffen ist. Es ist als Erdbebengebiet bekannt. Das Risikobewusstsein ist in der türkischen Gesellschaft spätestens nach dem großen Erdbeben 1999 sehr hoch. Damals kamen knapp 20.000 Menschen ums Leben und ein junger, aufstrebender Politiker der AKP hat die Gelegenheit genutzt und geschworen, die Verantwortlichen in der Baubranche zur Rechenschaft zu ziehen und in der Branche aufzuräumen. 2003 wurde er unter anderem dank dieses Versprechens Premierminister. Es war Recep Tayyip Erdogan. Tatsächlich hat die türkische Regierung seit damals einige Gesetze erlassen, um erdbebensichere Bauten sicherzustellen. Aber Gesetze sind eben nicht alles. Es sind drei Faktoren, die bestimmen, wie viel Schaden ein Gebäude oder eine bauliche Struktur bei einem Erdbeben wahrscheinlich erleiden wird. Erstens der Standort. Zweitens die Bauplanung. Und drittens die Umsetzung und Nutzung der Bauten in der Praxis. Der Standort ist das erste Problem in der Türkei. Etwa hier am Hatay-Flughafen, der direkt auf einer Verwerfung gebaut wurde und dessen Rollfeld durch das Erdbeben massiv beschädigt wurde. This was a political decision. And some bridges and some tunnels and some viaducts and roads, all of them were built with political decisions. They didn't ask planners if it is okay. In der Türkei werden Dinge also oft da gebaut, wo Erdogans AKP sie haben möchte. Geologie hin oder her. Am zweiten Faktor, am Bauingenieurwesen, scheitert es in der Türkei nicht. I know Turkish colleagues who are in the academia and involved in the standard making. They know what I know. And we try our best. Today's Turkish standards are as good as the modern standards that we have here in Switzerland or in the US. Sehen wir uns also die Umsetzung von Bauvorhaben an. In der Türkei braucht es für jedes Bauvorhaben zwei Genehmigungen. Eine, damit der Bau gestartet werden kann, und eine, damit das Gebäude in Betrieb genommen werden kann. Die Inbetriebnahme wird schon mal gehörig gefeiert, natürlich in Anwesenheit der Politik, wie zum Beispiel hier, bei der Eröffnung von diesem Luxuswohngebäude in Antakya. Heute sieht das Gebäude so aus. Wie kann so etwas passieren? Tatsächlich unterscheidet sich in der Türkei das Gebäude, das am Bauplan steht und genehmigt wurde, oft stark von dem, das in der Realität einem Erdbeben standhalten muss. People build another story or two that I've seen on the buildings that are standing still there in Turkey. People open the bottom floor or two to make shop windows. And they don't call an engineer. You take the license to use the building. And then no more control. If I have a car, I have to take my car to control every 2 years. But for buildings, I don't need to control my building. Und das gilt für die Gebäude, die überhaupt je eine Genehmigung bekommen haben. No, all the buildings have using license because they don't realize this all the rules in their buildings. They can't take the using license, but they use the buildings. They use the buildings without a license. Viele Gebäude wurden also einfach illegal gebaut und im Nachhinein legalisiert. Die Bauamnestie. Die AKP-Regierung hat das bei vielen Wahlen sich auch damit gerühmt, dass sie diese Bausünden, so nennen sie das, eine Generalamnestie denen geben. Und die Bauunternehmen haben immer schon damit kalkuliert. Das heißt, wenn sie zum Beispiel nur 6 Stockwerke machen sollten, haben sie dann 10 gemacht. Das heißt, man hat de facto immer damit gerechnet, dass man über die Bauamnestie irgendwie so dieser Bau sowieso dann genehmigt wird. Da kann der Bauplan noch so gut sein und die geplanten Sicherheitsvorkehrungen noch so fortgeschritten. Oft wird in der Türkei ein Gebäude nach der Inbetriebnahme einfach nie wieder inspiziert. Um- oder Zubauten passieren ohne Bewilligung und viele Gebäude, bei denen Sicherheitsvorkehrungen überhaupt nie eingeplant wurden, wurden im Nachhinein als Wahlkampfgeschenk abgeneckt. Was im Einzelfall jedes der 25.000 Gebäude dazu gebracht hat, einzustürzen, das werden Ingenieure sich noch genauer ansehen müssen. Gänzlich verhindert hätte der verheerende Schaden ohnehin nicht werden können. One thing to say about this particular earthquake is it was very big. This is beyond the expected level of an earthquake. This is beyond what codes anywhere would design for. Aber die Bevölkerung stellt die Frage um die politische Verantwortung immer lauter.
Und die türkische Regierung wird sie beantworten müssen. Hey, mein Name ist Damita und ich habe dieses Video recherchiert. Und meine Kollegen und ich haben noch ganz viele andere spannende Videos für dich. Am besten abonnierst du einfach unseren Kanal.